Es ist Donnerstag, der 6. Juni 2013. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute haben wir die Ehre zu interviewen Herrn Dr. Norbert Nowatschik vom GFZ Post. Guten Tag, Herr Dr. Nowatschik. Guten Tag, Herr Reusing. Ja, Sie forschen am Erdmagnetfeld. Was erforschen Sie dort genau? Ja, fangen wir mal mit meiner Person an. Ich bin ein sogenannter Paläomagnetiker, das heißt, ich erforsche das Erdmagnetfeld, wie es früher war, sprich vor 10.000, 20.000, 40.000 Jahren. Und dazu untersuchen wir die Magnetisierung von Sedimenten im Meer oder in Seen mit Hilfe von Bohrkernen. Und von diesen Bohrkernen nehmen wir Proben kontinuierlich von oben nach unten und messen an diesen Proben die Magnetisierung. Und diese Magnetisierung ist ein Abbild des Magnetfeldes, wie es früher mal war. Wir können also mit Hilfe von Sedimenten in die Vergangenheit des Erdmagnetfeldes zurückschauen. Und die Proben messen Sie vollautomatisch? Gemessen werden diese Proben mit einem sogenannten Kryogenmagnetometer. Das sind sehr empfindliche Magnetometer, die sehr schwache Magnetisierung messen können. Und diese Geräte, ja, die laufen mehr oder weniger vollautomatisch. Es liegt allerdings in der Hand des Operateurs, wie dieses Gerät nun gesteuert wird. Aber man kann mit diesen Geräten halt sehr empfindlich messen und auch sehr große Mengen an Proben. Und das muss man schon machen, wenn man eben halt sehr lange Zeitreihen erstellen will, um eben zu sehen, wie das Magnetfeld sich im Detail über mehrere 10.000 Jahre verhalten hat. Jetzt hat es vor 41.000 Jahren eine größere Veränderung des Erdmagnetfelds gegeben. Was ist das genau gewesen? Ja, das war also auch so ein Fall. Wir haben sechs Bohrkerne aus dem Schwarzen Meer zur Verfügung gehabt. Daran haben wir etwa 2.500 Proben genommen und da stellte sich heraus, dass eben vor 41.000 Jahren das Erdmagnetfeld, so wie wir es vom Schwarzen Meer her rekonstruiert haben, in die entgegengesetzte Richtung gezeigt hat. Das heißt, die Magnetisierung zeigte nicht nach Norden, sondern nach Süden. Muss man auch wissen, das Magnetfeld ist so geartet. Normalerweise kommen die Feldlinien, die einem Dipol entsprechen, aus der Südhalbkugel hinein und gehen in die Nordhalbkugel, aus der Südhalbkugel heraus in die Nordhalbkugel hinein. Und zu dieser Zeit war es genau umgekehrt, das heißt, die Magnetfeldlinien kamen aus der Nordhalbkugel heraus und gingen in die Südhalbkugel hinein. Das heißt, die haben also nicht nur eine Komponente in Nord-Süd-Richtung, sondern auch noch nach oben und nach unten. Also heutzutage wächst das Magnetfeld nach Norden und nach unten, vor 41.000 Jahren nach Süden und nach oben. Was wir auch noch festgestellt haben, ist, dass das Magnetfeld zu dieser Zeit sehr schwach war. Auf dem Weg zur sogenannten inversen Richtung, also nach, wenn wir die Richtung nehmen, die nach Süden zeigte, da war das Magnetfeld noch 6% von der heutigen Feldstärke. Als sich der Vektor dann wieder zurückdreht in die normale Richtung, war es ähnlich. Es war also eine Phase, einmal mit umgekehrter Polarität des Erdmagnetfeldes, als auch mit sehr geringen Feldstärken verbunden. Und diese Umkehrung ist da jetzt erst 41.000 Jahre her. Hat sich danach dann wieder normalisiert? Es gab etwa 6.000, 7.000 Jahre später nochmal eine nicht ganz so drastische Szenerie. Da schwankten die Richtungen auch sehr stark. Das Magnetfeld auch, war auch wieder relativ schwach. Aber insgesamt hat das Magnetfeld seit dem großen Ereignis vor 41.000 Jahren an Stärke gewonnen. Allerdings pulsiert es ständig rauf und runter. Und im Moment tut es das auch, und zwar nach unten. So hat das Magnetfeld jetzt von 1900 bis 2010 um 6.5% abgenommen. Im Schnitt. Allerdings ist das regional unterschiedlich. Und damals, als der Wechsel war, war es insgesamt nur ungefähr 6% von dem, was es heute hat. Ja.
Das heißt, wenn das so weiter ginge mit dem Rückgang, hätte die Menschheit noch eine Menge Jahre Zeit, falls es magnetischen Wechsel gibt, sich darauf vorzubereiten. Ja, wenn man das jetzt weltweit betrachtet schon, dann würde das noch etwa 1000 Jahre dauern. Allerdings gibt es die sogenannte südatlantische Anomalie in dieser Region, so zwischen Afrika und Südamerika, ist das Magnetfeld sehr schwach. Und dort hat das Magnetfeld in diesen letzten 110 Jahren, also von 1900 bis 2010, um 30% abgenommen. Wenn man das jetzt extrapoliert, dann ist dort in, ja, schätzungsweise 300 Jahren kein Magnetfeld mehr zu sehen. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach vermuten, jetzt weil es 6% zurückgegangen ist, seit 1900, Mitte, dass die Geschwindigkeit so linear bleibt. Es könnte auch sein, dass es sich wesentlich verändert war. Ja, also wenn ich jetzt die Daten vom Schwarzen Meer nehme, wie ich ja sagte, es pulsierte ständig rauf und runter, aber mit einem Trend nach oben. Da gab es also auch immer wieder mal Phasen, so wie wir es jetzt haben, wo es relativ schnell nach unten ging, aber dann stoppte diese Abnahme und dann wurde das Magnetfeld wieder stärker. Also aus der momentanen Änderung des Magnetfeldes kann man nichts vorhersagen. Wie kann man denn einen generellen Rückgang des Erdmagnetfelds von regionalen Anomalien unterscheiden, indem man verschiedene Messpunkte hat? Ja, es gibt bis zu 400 Jahre zurückreichende Aufzeichnungen in den sogenannten geomagnetischen Observatorien. Das sind Observatorien, die in relativ geschützten, also von zivilisatorischen Einrichtungen entfernt liegenden Gegenden aufgebaut wurden, wo das Magnetfeld vermessen wird, und zwar zum Teil stündlich, das eben seit 100 bis 400 Jahre zurückgehend. Es gibt im Prinzip auf jedem Kontinent diese Observatorien, mehr oder weniger gut gepflegt, und auf Basis dieser Daten kann man eben das Magnetfeld auf jeden Fall relativ sicher bis 1900 zurück rekonstruieren. Also diese ganzen Daten fließen in sogenannte Magnetfeldmodelle ein und daraus kann man dann eben globale Feldmodelle ableiten. Und demnach ist im globalen Mittel das Magnetfeld um 6,5% schwächer geworden, aber eben regional um bis zu 30%. Was ist denn bekannt darüber, was Magnetfeldrückgang oder magnetischer Wechsel für Menschen oder für Tiere bedeuten kann? Ist es gesundheitlich oder? Ich meine, es gibt ja auch Organe, die sich vielleicht am Magnetfeld orientieren, vor allem bei Vögeln oder bei anderen Tieren, die lange Wegstrecken zurücklegen. Dazu kann ich nicht so viel sagen. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Soweit ich weiß, sind Vögel, die sich auch am Magnetfeld orientieren, nicht nur darauf angewiesen. Sie orientieren sich auch nach Sonnenauf- und Untergangsrichtung, wahrscheinlich auch an Geländemarken und dergleichen. Diese Ereignisse, wie sie vor 41.000 Jahren passierten, die gibt es immer wieder mal, so alle, sagen wir mal, 20.000 bis 50.000 Jahre, dass das Magnetfeld sehr schwach wird und von der Dipolgeometrie sehr stark abweicht. Trotzdem sind keine Vögel ausgestorben. Was bedeutet das denn für Menschen? Ich habe gelesen, dass das Magnetfeld auch dafür da ist, bestimmte Sonnenpartikel von der Erde abzuhalten oder zu filtern. Ja, das Magnetfeld der Erde fängt die Strahlung aus dem Kosmos und auch von der Sonne, die Partikelstrahlung ein, in den sogenannten Van Allen-Strahlungsgürtel. Das Magnetfeld bildet also einen Strahlenschutzschild, in dem halt diese die elektrischen Partikel mit dem Magnetfeld wechselwirken und dann eingefangen werden und eben nicht auf die Erdoberfläche treffen. Ja, die Strahlenbelastung nimmt natürlich zu, wenn das Magnetfeld der Erde sehr schwach wird. Sodass wir eben zurzeit
dieses Ereignis vor 41.000 Jahren eine erhöhte Produktion von sogenannten kosmogenen Radionukliden haben. Das sind radioaktive Elemente, so wie C14 zum Beispiel. Die entstehen in der oberen Erdatmosphäre regelmäßig oder permanent, eben durch den Beschuss mit Hochenergie, energiereichen Partikeln aus dem Weltall. Und eben vor 41.000 Jahren wurde deutlich mehr C14 produziert als heutzutage. Das kann man in gewissen Dingen nachweisen. Wenn sich das Magnetfeld jetzt also auch wieder abschwächt, weiß man, die Strahlenbelastung nimmt zu. Das trifft natürlich nicht jetzt auf die Erdoberfläche zu, weil wir immer noch die Atmosphäre haben, die meistens noch abfängt. Kritisch vielleicht schon für Flugzeuge, die in 10 Kilometer Höhe fliegen. Da ist die Strahlenbelastung schon, glaube ich, 3 bis 4 Mal so hoch wie auf dem Erdboden. Und dann natürlich für Astronauten im Erdorbit. Mhm. Das bezieht sich jetzt auf die Menschen direkt. Wir haben natürlich jede Menge Nachrichtensatelliten im geostationären Orbit, also 40.000 Kilometer von der Erde entfernt. Die kriegen natürlich wesentlich mehr Strahlung ab. Es gibt auch diverse Satelliten, die bereits in der südatlantischen Anomalie Schaden genommen haben. Das ist das Hubble Space Teleskop, der Terra-Satellit von der NASA, also ein Erdbeobachtungssatellit, ein französischer Satellit, der nach Exoplaneten sucht, der hat komplett den Geist aufgegeben letztens vor einigen Jahren, als er durch die südatlantische Anomalie geflogen ist. Und auch die Atmosphäre, die, soweit ich weiß, müssen die Astronauten in der internationalen Raumstation besser abgeschirmte Module aufsuchen, wenn die ISS eben durch diese Anomalie fliegt. Die Strahlenbelastung auf 400 Kilometer Höhe ist 7-mal höher in der südatlantischen Anomalie im Vergleich zum Rest der Erde. Wenn man dann noch weiter nach oben geht, wo amerikanische Wettersatelliten fliegen, 7 bis 800 Kilometer Höhe, da hat man eine 300-fache Strahlenbelastung. Das heißt, die Elektronik wird bombardiert mit energiereichen Protonen und Elektronen und das führt eben zu Ausfällen im Computer. Das heißt, bei der Technik ist vor allem Raumfahrt betroffen. Ja. Könnte da auch die Luftfahrt betroffen sein, dass im Bereich von Anomalien dann vielleicht man den Flugverkehr besser einstellt, wenn das Erdmagnetfeld zu stark zurückgeht? Das könnte durchaus passieren. Also wenn das Erdmagnetfeld wirklich auf ein Zehntel der heutigen Feldstärke runtergeht, dann muss man durchaus mit erhöhter Strahlung auf Flugzeughöhe von 10 Kilometer rechnen. Es reicht, wenn dann natürlich auf der Sonne noch ein Eruption stattfindet. Dann nimmt die Strahlenbelastung natürlich noch zu. Das sind dann die Partikel direkt, die von der Sonne kommen. Das kann dann dazu führen, dass man die 100-fache Dosis einer Ganzkörper-Röntgenaufnahme mitkriegt auf einem 10-Stunden-Flug. Das ist das Maximale, was passieren kann. Im Moment sogar. Jetzt, was kann es denn für Auswirkungen haben für Stromleitungen oder für Kraftwerke? Wenn ich mir das vorstelle, sind da Atomkraftwerke sicher, wenn das Magnetfeld verrückt spielt? Oder was müsste allgemein man vielleicht sind Kraftwerke sehr gefährdet. Das ist schon vorgekommen, dass bei einem sogenannten geomagnetischen Sturm ist aber letztendlich die Auswirkung einer Sonneneruption auf die Erde. Dass bei so einem Ereignis ein Kraftwerk in Kanada zusammengebrochen ist durch Überspannungen, die vom Magnetfeld wiederum induziert werden und Ostkanada für 8 Stunden ohne Strom war. Und wenn jetzt die Abschirmwirkung des Erdmagnetfelds wesentlich schwächer ist, sind diese Effekte, Wechselwirkungen der Partikel, die von der Sonne auf das Erdmagnetfeld einwirken, wesentlich stärker.
Und es muss mit wesentlich mehr Ausfällen von Kraftwerken gerechnet werden. Kraftwerke jeder Art. Wenn dann natürlich die Stromversorgung für die Peripherie eines Kernkraftwerks ausfällt, das hat man ja jetzt in Japan gesehen, dann kann das natürlich ziemlich fatale Folgen haben. Wobei die Effekte Sonnen, Sturm, Erdmagnetfeld im Wesentlichen in hohen Breiten auftreten. Mittlere Breiten sind da ein Stück etwas außen vor. Also hohe Breiten heißt in der Nähe Richtung Nordpol, geografisch. Gut, da gibt es ja fast keine Kraftwerke. Deswegen war eben in Kanada ein Kraftwerk betroffen. Ja, Kanada war irgendwie so 52, 53 Grad, also etwa unsere Breite hier. Ist etwas bekannt, was auf magnetische Datenspeicher berührt sein können? Ja, wenn dann auf der Höhe von den Satelliten, also 200, 300 Kilometer über der Erde. Das heißt, auf dem Erdboden muss man sich keine Sorgen machen um die Datenspeicher, wenn das Erdmagnetfeld funktioniert. Man kann durchaus einen Permanentmagneten in die Nähe eines Rechners bringen. Die Platten sind ja relativ spitz eigentlich. Es sind ja sogar Supermagnete, also diese ganz starken Magnete in Festplattenlaufwerke eingebaut, um eben den Kopf wirklich schnell bewegen zu können. Also da muss man sich keine Sorgen machen, welche Datenträger gelöscht werden. Gibt es auf der Erde ein Überwachungs- oder ein Warnsystem, das man rechtzeitig erkennen kann, falls das Magnetfeld irgendwann stärker, als man es nach bisherigen Messergebnissen vorhersagen kann, zurückgehen sollte, dass man rechtzeitig dann mit gefährdeten oder möglicherweise gefährdeten technischen Anlagen oder Flugverkehr, Satelliten sich darauf einstellt? Wie ich schon sagte, es gibt die sogenannten geomagnetischen Observatorien, in denen das Magnetfeld regelmäßig registriert wird. Die würden halt durchaus das merken, gerade in der südatlantischen Anomalie wird das effektiv gemessen, auch in Südafrika, dass eben das Magnetfeld dort relativ schnell abnimmt. Allerdings schneller als es das im Moment tut, sprich so 10-20%. In 100 Jahren jetzt nicht sein, weil das ist ein relativ großes Gebilde, dieser Erdkern, in dem das Erdmagnetfeld entsteht, und nach allem, was man jetzt so aus der geologischen Vergangenheit weiß, also zum Beispiel hier rund um dieses Ereignis vor 41.000 Jahren herum, waren die Abnahmen so in der Größenordnung von 20-30%. In 100 Jahren. Also man hat durchaus einige Jahrzehnte Zeit, sich darauf einzurichten, wenn es so weit ist. Man darf ja also nicht diesen Film The Core im Maßstab nehmen, wo das Magnetfeld schlagartig abgeschaltet wurde quasi. Das ist auch völliger Quatsch. Das ist Hollywood und das kann nicht passieren. Ich gebe zu, dass ich ein wenig beunruhigt bin, weil ich habe Berichte gelesen, dass Vogelflug sich geändert hat, dass Zugvögel sich verirrt haben und auch andere Tiere. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, auch von einem Experten zu hören, wie das Magnetfeld sich entwickelt. Ich mag das nicht ausschließen, dass es ein Zeichen wäre für eine schnelle Veränderung, wenn die Tiere sich da nicht drauf einstellen. Also, weil ich weiß, haben die Probleme am ehesten mit Hochspannungsleitungen, weil da hat man natürlich ganz starke Störfelder. Das ist, glaube ich, eher das größere Problem für die Vögel. Wie gesagt, die orientieren sich auch an geografischen Marken, also Flüsse, Berge und so weiter. Ich wüsste nicht, dass in irgendeiner dieser Publikationen, die ich jedenfalls gelesen habe, irgendwo überhaupt wird, dass die ausschließlich mit Magnetfeld orientieren.
Ich meine, Vogelflug gibt es ja schon seit 100.000 Jahren mit Sicherheit. Das Magnetfeld hat sich in den 100.000 Jahren ja stark immer wieder mal verändert, schwächer geworden, stärker geworden. Also es gab vor, war das 115.000 Jahren eine kurze Umpolung, vor 180.000 Jahren gab es eine kurze Umpolung. Wie gesagt, diese Ereignisse gibt es immer wieder mal, relativ kurz. Ein paar tausend Jahre nur, sehr schwache Magnetfelder und trotzdem hat sich das Leben weiterentwickelt. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Gern geschehen. Und ja, ich denke, es ist wichtig, die Entwicklung des Magnetfelds im Auge zu behalten, damit man, wenn mit technischen Anlagen reagiert werden muss, das rechtzeitig merkt. Ja, bitteschön. Herzlichen Dank. Ja, tschüss. Wiederhören. Ach, ist das heute ein verrückter Abend. Ich bin jetzt offenbar gerade auf Sendung. Ich weiß auch nicht so genau. Hallo, kann mir mal jemand das sagen? Hallo Jan. Hallo Volker. Ja, ich bin da. Alles klar, dann ist die Welt noch am Drehen. Was? Die Welt dreht sich. Marina Spanos ist heute, konnte nicht pünktlich sein aus familiären Gründen. Und sie könnte, wenn sie heute noch in die Sendung käme, könnte sie um 8 Uhr zu uns stoßen, aber nicht eher. Es war einfach dringlicher, dass sie sich um ihre Familie gekümmert hat. Und das kann ich verstehen. Es geht einfach vor, wenn jemand aus dem nächsten Umfeld Hilfe braucht. Das ja, selbstverständlich. Das verstehe ich völlig. Das ist ja auch gut, dass sie das tut. Ja gut, es ging ja letztlich um das geophysikalische Ereignis. Was geschieht da? Hast du denn jetzt schon konkrete Antworten bekommen? Ändert sich das Erdmagnetfeld? Steht ein Polsprung unmittelbar bevor? Oder wie sieht's jetzt aus? Ja, also das, was mich auf das Thema gebracht hatte, waren ja zwei verschiedene Dinge. Einmal, dass ich gesehen habe, dass Vögel einfach tiefer fliegen. Ich habe Berichte gelesen, dass Vögel, Zugvögel von ihrem Kurs abkommen, dass sie Magnetsinn haben. Und zum anderen dieser Begriff geophysikalisches Ereignis aus dem, dieser anonymen Aussage bei Radio Avalon zu einem strategischen Konzept. Das war die angelsächsische Mission, nicht das obwohl beides unmittelbar miteinander zusammenhängt. Ja, ich habe immer vermutet, dass dieses geophysikalische Ereignis, was Sie dort meinen, dass es dieses rückgehende Erdmagnetfeld ist, weil das passt zeitlich zusammen. Nur jetzt, ich denke, wir haben heute einen der besten Wissenschaftler, den es in Deutschland gibt, zum Thema gehört. Und außer bei regionalen Anomalien und selbst da nicht, ist gar nicht so kurzfristig zu erwarten, dass das Magnetfeld so stark zurückgeht, dass irgendetwas anderes als Raumfahrt oder vielleicht noch Luftfahrtschaden nimmt. Unsere Daten auf der Erde scheinen sicher zu sein, also da passiert magnetisch nichts. Das Problem sind ja diese Teilchen, die von der Sonne kommen, wo dann weniger Schutz ist und wo vor allem eben Satelliten und Raumfahrt beeinträchtigt sein können. Und sie haben 14 Messstationen. Ich denke, dass es wichtig ist, das auszubauen, dass man eben dauerhaft sicher Flugverkehr hat. Und er hatte Kernkraftwerke angesprochen, hohen Breitengraden, dass die eher bei Sonnenereignissen, eher schon sowieso schon betroffen sein können. Und wenn das Erdmagnetfeld weiter zurückgeht, muss man da sicherlich wachsamer sein. Ansonsten eben hat Luftfahrt und vor allem Raumfahrt, wo es was betroffen sein kann. Ja, wobei ich habe einen befreundeten Umweltwissenschaftler und Ornithologen und der hat mir erzählt, dass die Zugvögel ihre Route mitunter auch ändern, weil sich die Klimazonen etwas verschoben haben. Zum Beispiel dieses Jahr, da gab es Zugvögel, die kamen bereits im April zurück, im März oder im April, und sind dann wieder zurückgeflogen in ihr Urlaubsdomizil, weil sie gemerkt haben, hier ist das noch zu kalt. Wenn es zu kalt ist, so wie dieses Jahr, dann können zum Beispiel
die Blumen nicht richtig anfangen zu blühen. Nicht wegen der Kälte, sondern weil das schädlich wäre. Denn die müssen ja gleichzeitig noch von Bienen und Hummeln bestäubt werden. Die kommen aber nicht aus ihrem Nest raus. Das wäre ja Selbstmord bei der Kälte gewesen. Also verpassen sich dann Blüte und Bienenbestäuber ein bisschen. Und das hat dann wieder auch dumme Konsequenzen für die Natur. Das ist leider alles sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Aber du hattest ja bei einem unserer Vorgespräche zu diesem geophysikalischen Ereignis mal erwähnt, da gäbe es auch militärische Aspekte, aus denen das relevant sein könnte, wenn auf einmal wirklich das Magnetfeld der Erde sich verändert oder gar ganz wegfällt. Ja, wenn dann halt keine Raketen mehr fliegen, wenn es da Probleme gibt, wenn das Erdmagnetfeld ganz wegfällt, wenn ja Satelliten schon Probleme haben, könnte es ja sein, dass die, je nachdem wie hoch die fliegen, auch Probleme haben. Ja, ich hatte keine konkrete Vorstellung davon. Einerseits liest man in Berichten, zum Beispiel bei der Zeit, von der Geschwindigkeit, wie es zurückgeht. Das hätte man noch viele Jahre Zeit, sich vorzubereiten, wenn es überhaupt so stark wird, bis ein magnetischer Wechsel kommt. Andererseits dieses mit der angelsächsischen Mission, wo da von einem geophysikalischen Ereignis was ja angeblich letztes Jahr gewesen sein müsste oder zumindest in wenigen Jahren in der Zukunft. Die Frage ist, vielleicht ist da auch etwas anderes gemeint. Vielleicht ist das, was da erzählt worden ist, bezüglich diesem Interview da bei Project Avalon, angelsächsische Mission, vielleicht auch zum Teil eine Ente gewesen. Das ist die Frage. Es passt andererseits mit vielen politischen Ereignissen, die es tatsächlich gab und gibt. Also ich würde es gerne mal aus rein journalistischer Sicht einordnen. Wir stellen fest, es gibt nur eine einzige Quelle. Es gibt keine verifizierenden Quellen. Die Informationen, die kommen auch nur einmal in diesem Ausmaß oder in dieser Art vor im Netz. Also es ist nicht so, dass irgendwo eine andere Seite zufällig unabhängig von diesem Avalon Project über dasselbe berichtet hätte oder so. Das muss man dazu sagen. So gesehen muss man eigentlich als Journalist sagen, klingt interessant, hänge ich mir mal ans schwarze Brett und heb's auf. Aber mehr ist im Moment nicht rauszuholen. Da ist einfach nicht genug Fleisch dran. Das ist zwar eine tolle Story, aber ich kann sie durch nichts belegen. So müsste man es sagen. Also im Grunde würde jeder Journalist die Story ablehnen. Nun ist sie natürlich inhaltlich von einer gewissen Relevanz, dass also im Grunde genommen Kriege auf dem asiatischen Kontinent angezettelt werden sollen, nukleare Kriege, biologische Kriege, dass die Chinesen sich erkälten sollen, angeblich, wie es da so heißt, weil eben irgendein biologischer, wahrscheinlich sogar ein Grippevirus, ein Influenzavirus, so gentechnisch verändert wurde, dass es nur auf Asiaten losgeht. Ich weiß nicht, ob die so weit sind, aber wenn man mal bedenkt, wie wahnsinnig gleich sich die DNA von allen Menschen ist, ja, ob da jemand nun schwarz, weiß, gelb, rot oder grün ist, das sind im Grunde genommen Promille-Bereiche der DNA, die davon betroffen sind, mehr nicht. Und es gibt auch noch ganz vieles, was nicht erforscht ist, nämlich genau die Leere, die Stücke zwischen den einzelnen Sequenzen, denn die sind auch wichtig. Das ist so ein bisschen wie beim Musikmachen. Entscheidend sind gar nicht mal die Töne, sondern die Abstände dazwischen. Und denn daraus ergibt sich erst die ganze Melodie. Also ich bin mir nicht sicher, ob die schon in der Lage sind, ein Virus zu entwickeln, das in der Lage ist, nur Asiaten auszulöschen oder zu befallen. Hinzu kommt natürlich, dass sich auch die Situation erheblich geändert hat. Mag sein, dass vor 10, 15 Jahren irgend so ein paar Spinner gedacht haben, das machen wir, wir rotten die Hälfte der Welt aus und die andere Hälfte, die gute Weiße, die kaukasische Hälfte, die arische Hälfte, die nehmen wir mit ins neue Jahrhundert oder ins neue Zeitalter. So blöd sind die Leute heute nicht mehr. Ich würde da gerne mal einen Satz von Brzezinski zitieren, den ich heute verwurstet habe in einem Beitrag. Augenblick, da schreibt mir. Ja, soll ich jetzt weiterreden oder nicht? Was heißt JTAG? Ich denke, wir sollten auf jeden Fall selbst
Wenn ich höre gerade, Freeman ist noch nicht so weit, der ist online, der aus London berichten wird, vielleicht live, was er mitbekommen hat, heute schon von Bilderberg. Aber ich denke mal, das Thema sollten wir jetzt zumindest bis zu einem bestimmten Punkt diskutieren. Ich finde es wichtig. Ja, gut. Aber dann würde ich auch gerne diesen einen Satz, der sehr wichtig ist, eigentlich ein Schlüsselsatz von diesem Zbigniew Brzezinski, dieser wirklich sehr hochrangige Regierungsberater unter Reagan, der auch heute noch als einer der brillantesten Köpfe gilt, die je in der US-Regierung tätig waren. Und der hat ja früher ein Buch geschrieben, das große Schachbrett, The Grand Chessboard. Und da beschreibt er ja die Situation folgendermaßen, die Sowjetunion, das übrig gebliebene Russland, ein Failed State, der düster vor sich dahin vegetiert und demgegenüber dann also die strahlende USA als Supermacht, die jetzt also überall ihre Demokratie verbreiten auf dem Planeten. Das hat er 1998 geschrieben. Im Jahr 2012, also letztes Jahr, hat er ein neues Buch rausgebracht. Und dieses Buch, das hat einen ganz anderen Titel. Das lautet auf einmal America and the Crisis of Global Power. Ja, und da schreibt er zum Beispiel, das politische Erwachen, das die arabische Welt, aber auch andere Regionen kennzeichnet, lässt die Menschen heute besser verstehen, wie die USA ihre Macht in der ganzen Welt ausüben. Sollten die USA oder die NATO im Nahen Osten einen neuen Krieg beginnen, würde dies eine Welle des Anti-Amerikanismus hervorrufen, durch die der Westen fast jeden Einfluss in der Region verlieren könnte. Angesichts des neuen politischen Bewusstseins der Weltbevölkerung sind Kriege schlichtweg keine Option mehr. Und das schreibt jemand, der wirklich absolut pragmatisch ist. Das ist ein reiner Technokrat im Grunde, der denkt rein technisch. Und der hat deshalb auch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Der sagt auch genau das, was Sache ist. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das Zeitfenster bereits sich geschlossen hat, innerhalb dessen ein solcher Weltputsch überhaupt möglich gewesen wäre. Ich denke, das ist heute nicht mehr machbar. Die Russen, die Chinesen, die Pakistaner, die Iraner, die Inder, also die BRICS-Staaten überhaupt, also Brasilien, Russland, Indien und China und Südafrika auch, die haben inzwischen eine Allianz gebildet. Die wird immer fester und fester und den USA schwindet immer mehr der Boden unter den Füßen. Die Eisscholle, auf der sie schwimmen, die schmilzt und schmilzt und schmilzt. Was natürlich dann auch die NATO und somit uns Europäer betrifft. Also das Ganze, es ist am Kippen und deswegen bin ich da also mehr als skeptisch, dass diese Kriegerfraktion sich da noch durchsetzen wird. Die haben am Boden verloren. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein bestimmtes, wirklich natürliches Ereignis dann vermutet worden ist, ob es nun das mit dem Erdmagnetfeld ist oder ein Sonnensturm oder sonst irgendetwas, und dass man das einfach nicht genau vorhergesagt hat oder man das zum Vorwand genommen hat für bestimmte strategische Konzepte. Ja. Ich halte es nicht unbedingt für vom Tisch, ich halte es aber auch nicht für bewiesen. Es gibt andererseits eine ganze Menge tatsächliche historische Ereignisse und es gibt Leute, ganz konkret von Thinktanks, die in Anführungsstrichen empfohlen haben, den Iran anzugreifen, und darunter Niall Ferguson, der hat das empfohlen, und der schreibt unter anderem bei Foreign Affairs, Zeitung von dem Council on Foreign Relations, und der war auf der Bilderberg-Konferenz 2012, und das ist ziemlich real. Dann Matthew Krönig hat es empfohlen, auch der hat es sogar in der Zeitung Foreign Affairs empfohlen, von Council on Foreign Relations, und jetzt am 3.4. hat der Spiegel einen Artikel gemacht, dass zu Gutenberg Merkel Ratschläge gibt, dass deutsche Truppen nach Israel sollten, falls der Israel Iran angreift und die Iraner sich wehren. Das sind für mich ziemlich reale Dinge und das passt ungefähr auf diese Zeit. Und das, wo bei der angelsächsischen Mission berichtet wird, da soll es ein Treffen gegeben haben, irgendwie Freimaurerzirkel Juni 2005, wo man meinte, wer mit der Zeit zurück. Kurze Zeit vorher war der EU-Verfassungsentwurf in Niederlande und Frankreich abgelehnt worden. Und da sind was heute in Artikel 42 und 43 EU-Vertrag ist, Gummivorschriften beliebig für im Namen der Menschenrechte, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und in gescheiterte Staaten, so ein Gummibegriff,
einzumarschieren mit den Krisen ebenfalls auch nicht hinreichend definiert. Und das ist einfach etwas für mich sehr stark erlebte Realität. Unser Lissabon-Vertrag vom 24.09.08 hat ja gerade ganz, ganz stark auf diese Gummivorschriften abgestellt, gesagt, das muss eingegrenzt werden, wenn das überhaupt in Kraft treten darf. Und das ist ja ein Lissabon-Urteil gekommen, dass das eingegrenzt wurde. Ja, also ich würde gerne nochmal auf die USA zu sprechen kommen. Es scheint dort wirklich zwei Fraktionen zu geben, und zwar in oberster Ebene, nämlich das Weiße Haus in Washington und das Pentagon, beide in Washington. Das Weiße Haus wird dominiert von Leuten mit Wirtschaftsalgorithmen, mit Laptops, wo sie ihre Börsenprogramme drin haben, die wollen Geld verdienen. Und die verdienen wahnsinnig gut, wenn Krieg ist. Nirgendwo lässt sich mehr Geld verdienen, als wenn man ein Land abreißt und es wieder neu aufbaut. Und da gibt es dann aber auch noch die Militärs im Pentagon, die sehen halt das von ihrer militärischen Warte aus und sehen, dass das Wahnsinn wäre, dass die USA sich zu sehr verausgaben würden. Und diese beiden Fraktionen, die liegen schon auch im Clinch miteinander. Und da muss ich sagen, hat Obama sich bisher eigentlich so ein bisschen zurückgehalten. Er ist im Grunde genommen wird er furchtbar von allen Seiten getreten und gepiesackt, muss man sagen. Die Kriegstreiber, also die Falken im Kabinett, die Hardliner, die wollen ständig, Mensch, jetzt mach mal hier ein bisschen Druck und da rote Linie in Syrien. Also bitte, hier, die ist das aber mal hier ganz klar überschritten. Jetzt musst du aber auch mal deinen Worten Taten folgen lassen. Und die in Washington, die im Pentagon, die sagen mal, hey Chef, bloß nicht. Wenn es eine dumme Idee gibt, dann ein Angriff auf den Iran. Ja, andererseits die Hardliner im Kongress wieder, also wieder im Weißen Haus, die haben es durchgekriegt, dass die USA sich im Grunde vertraglich verpflichtet hat, Israel im Falle eines Angriffs auf den Iran beizustehen. Also da siehst du, wie diese beiden Fronten da immer hin und her toben, ja. Und es ist auch noch nicht klar, wer da nun diesen Krieg gewinnen, also diesen Schlagabtausch auf administrativer Höhe nun gewinnen wird. Das geht ja bis in die allerhöchsten Generalsränge hinauf, ja. Aber trotzdem kann man zumindest mal sagen, die Zahl derer, die blockieren und die sich sagen, nee, wir müssen mal langsam wieder ein bisschen normal werden, die nimmt offenbar zu, während die Falken so nach und nach ein bisschen zurückzufallen scheinen. Was für die These spricht, dass sich da zum Teil was normalisiert. Wenn man sich jetzt die Bilderberg-Tagesordnung 2013 anguckt, 2012 war Niall Ferguson da und nicht nur der, sondern auch Basma Khodmani, der so für Äußeres bei der syrischen Nationalrat zuständig ist. Und es waren auch zwei Oppositionelle aus Russland da. Das war alles mehr auf Konfrontation. Jetzt hat man den General Petraeus da. Und Petraeus ist doch, soweit ich verstanden habe, letztes Jahr auch, ist er bei Petraeus gerade keinen großen Konflikt. Und der ist jetzt bei Bilderberg eingeladen, aber Mittlerer Osten steht schon wieder auf der Tagesordnung. Fragt sich nur, in welche Richtung man dort gehen will. Nur Petraeus, den haben sie in eine Honigfalle gelockt und damit war er weg vom Fenster. Das war schon mal wirklich eine symbolische Geste sozusagen, ja. Dann darfst du auch nicht, na gut, sein Nachfolger ist ja noch krasser als er. Aber zum Beispiel, dass er jetzt, wie heißt der neue Verteidigungsminister? Chuck Hagel. Wo du gemerkt hast, wie AIPAC den gelöchert und gepiesackt hat. Die wollten den blocken, die haben ihn sogar filibustert. Das heißt, die haben, wenn es um die Abstimmung ging, ob er nun gewählt werden soll oder nicht, bestätigt werden soll im Amt oder nicht, dann haben die so lange Vorträge gehalten über irgendwelchen sinnlosen Schwachsinn, sodass dann die Abstimmung jedes Mal geplatzt ist. Er ist trotzdem in den Sessel des Verteidigungsministeriums gekommen und er ist ja nun jemand, der ganz klar, also es ist nicht so, dass er eine Friedenstaube wäre, bestimmt nicht, aber er ist zumindest jemand, der kühl kalkuliert, der also von keinerlei Ideologie getrieben wird, sondern der sich klar vorrechnen lassen will, was kostet uns das, was bringt uns das? Und wenn der das Risiko den Nutzen überwiegt oder die Kosten, der Kostenfaktor, dann sagt er eben nein. Ja? Und der Punkt ist eben offenbar erreicht für die USA, so wie es aussieht. Ich meine, die haben ja nur wirklich, es gibt ja, ich weiß es gar nicht, wer nun recht hat, es gibt Leute, die behaupten, die USA hätten in Wirklichkeit 16 Billionen Dollar Schulden.
Das ist in, die müssten ja 4000 Jahre ohne Lohn arbeiten, alle Amis, damit sie das zurückzahlen können. Also die, da geht eigentlich nicht mehr viel, ne? Kann man noch mal 2 Sätze zurückspulen? Ich hatte gerade noch was gesagt, es waren vor den 16 Billionen Schulden. Also die USA, die können sich's nicht noch mal leisten, jetzt einen großen Krieg im Mittleren Osten anzuzündeln oder so, weil die einfach das Geld nicht haben. Und auch mit Syrien scheint es zusehends so zu sein, dass sie sich mit Russland geeinigt haben, die USA. Die einzigen, die jetzt betrüppelt dastehen, sind Katar und Saudi-Arabien. Apropos, hast du mitbekommen, dass König Abdullah von Saudi-Arabien klinisch tot sein soll? Habe ich noch nicht gehört. Der ist, glaube ich, klinisch tot, der ist hirntot. Und okay, das war er offenbar schon mehrfach. Also er wurde schon mehrfach für tot erklärt und stand dann wieder auf. Aber sagt zumindest APXVN. Und aber das ist auf jeden Fall auch ein Hinweis, dass vieles komisch läuft. Und dann merkt man, der Papst muss zurücktreten und in Holland wechselt die Queen das Amt an, gibt das Amt an ihren Sohn, aber irgendwie scheint schon irgendwie was sich zu bewegen, aber aus unserer Position kann man das natürlich nicht genau erkennen, was. Das sieht man immer nur. Entschuldigung. Ich habe letztens einen Bericht gesehen auf Recenter, und dass Präsident Putin wichtige neue Nachrichten für die USA hatte und dass Putin auf die USA zugegangen ist, man sollte den Terror gemeinsam bekämpfen. Und ich glaube, er hat auf die Aufständischen in Tschetschenien angesprochen, dass da eben auch nicht unbedingt Aufständische sind, sondern dass da Terroristen sind und dass die zum Naja. Teil in der Vergangenheit sogar, er hat es sehr diplomatisch ausgedrückt, er hat ein freundlicheres, viel diplomatischeres Wort als Unterstützung gefunden dafür, vom Westen, was der Westen jedenfalls nicht den Russen bisher genug geholfen hat, diese Terroristen zu bekämpfen, und wollte mit den USA halt mehr zusammenarbeiten bei der Terrorismusbekämpfung. Und scheint so, es wirkt so, als ob sie aufeinander zugehen würden und da mehr zusammenarbeiten wollen. Ich finde das amüsant. Man muss ja mal überlegen, wo diese Terroristen eigentlich herkommen. Ich meine, wir können ja mal zum allerersten Urterroristen der Welt zurückgehen. Das war ein gewisser Hassan il-Sabbah, der Alte vom Berg, irrtümlich genannt, der Assassinenführer. Der hatte eine Truppe von Selbstmordattentätern um sich herum geschart, die er in einen ideologischen Dschihad geschickt hat. Der hat die auf Drogen gesetzt, auf gut Deutsch. Und hat ihnen dann erzählt, so sei das Paradies. Und wenn sie sterben, im Kampf für den Dschihad, also für Gottes Wort sozusagen, dann kommen sie automatisch ins Paradies. Und dann bindet er auch noch jedem 72 nackte Jungfrauen auf den Bauch. Und dann waren die Feuer und Flamme und haben ihm gehorcht. Und somit konnte er wirklich auch Herrschaft ausüben. Wenn dem ein Kalif nicht gepasst hat, dann hat sich eben irgendeiner seiner Mann von der Mauer das Messer in der Hand auf diesen Kalifen gestürzt, wenn der in seiner Sänfte vorbeigetragen wurde. Ist zwar selber dabei gestorben, aber das hat ihn ja nicht interessiert. Das war im 11. Jahrhundert. So, 1979 hat ein gewisser Zbigniew Brzezinski, da haben wir ihn wieder, den perfekten Plan gehabt, um die UdSSR zu killen. Und das hat er sogar geschafft. Und zwar ist er nach Afghanistan mit der CIA und hat angefangen, dort alle Gegner von prosowjetischen Aktivitäten auszustatten. Mit Waffen, mit Geld, mit Know-how, mit Anleitungen, alles, was das Herz begehrt. Also alle Sowjetgegner dort hat er gesponsert oder hat die CIA gesponsert. Von ihm kam nur der Plan. Und die prosowjetischen Kräfte wurden hingegen von diesen antisowjetischen Kräften zusehends unter Druck gesetzt. Dadurch haben die, hat die USSR, also die Sowjetunion, Angst bekommen, dass sie ihren Einfluss in der Region verliert und hat den größten Fehler ihres Lebens gemacht. Sie sind in Afghanistan einmarschiert. Denn dadurch haben die USA den Sowjets ihr eigenes Vietnam beschert. Das hat auch Brzezinski genauso dann später geschrieben, damals noch unter Reagan. Die haben ganz schnell dort eine neue
Schule gegründet, die sogenannten Mudschahedin. Diese Mudschahedin, das waren afghanische Widerstandskämpfer, die im Grunde ihre Heimat verteidigt haben, die aber auch ganz klar sich als Gotteskrieger begriffen haben. Gotteskrieger in einem heiligen Krieg, denn wenn Ungläubige muslimisches Land, heiliges Land betreten, dann ist das für die ein Sakrileg. Und deswegen war das für sie ein heiliger Krieg, in dem auch Waffen, also militärische Gewalt eingesetzt werden darf. Nicht muss, aber darf. Und weil sie, die haben dann lauter kleine Koranschulen an der pakistanischen Grenze errichtet, sogenannte Madrassen. Und in diesen Madrassen wurde so der Nachwuchs, der Gotteskrieger-Nachwuchs dann herangeschult und vor allen Dingen auch fanatisiert und dschihadisiert. Und damit haben sie es im Grunde geschafft, dass die Russen sich tot geblutet haben daran. Es wurde immer teurer und teurer und hat sich in die Länge gezogen. Und irgendwann musste die Sowjetunion dann ihre Truppen zurückziehen und ist dann in der Folge von eben diesem, von dieser Intervention tatsächlich auch zerbrochen. Das war also im Grunde der Plan, der geklappt hat. Und diese Mujahideen, die nennen sich heute Taliban. Ja, die Madrassen, das sind ja im Grunde Religionsschulen. Und die Schüler dort, das sind die sogenannten Talib. Ein Talib ist ein Religionsschüler, nicht mehr. Und die Taliban sind einfach nur die Religionsschüler. Das heißt, das sind die Nachkommen jener Mujahideen, die damals durch die CIA geschaffen wurden. Und diese fanatisierten Islamisten, die natürlich im Laufe der Zeit immer fanatischer wurden, die haben angefangen, die islamische Welt zu verändern. Wenn man sich das mal so anguckt, früher Jemen, Oman, Tunesien, da sind die Leute herumgelaufen, wie wir hier auch. Die hatten offenes Haar, da gab es keine Kopftücher. Die waren so säkular wie der Westen auch. Guck sie dir heute an. Die sind vermummt, die dürfen nichts mehr, die Frauen haben keine Rechte mehr. Es gibt seither wirklich üble Gruppen wie die Wahhabiten. Die orientieren sich an einem, dem Gründer des Wahhabismus, ein Abdul Ibn Abdul al-Wahhab. Der hat vor ungefähr 200 Jahren gelebt und war damals schon ziemlich rückwärtsgewandt. Und die Salafisten, die sind auch rückwärtsgewandt. Salaf ist der Vorfahre. Und das sind natürlich, und dann gibt es noch die Takfiristen, die sind der Meinung, dass alles getötet gehört, was nicht so denkt wie sie. Also das sind natürlich genau die perfekten Kräfte, um eine ganze riesige Region, nämlich ganz Asien und einen Großteil von Afrika, in Agonie zu halten, so dass die einfach keine Entwicklung durchlaufen können. Ja, wenn du von solchen Bumsköppen regiert wirst, dann kannst du einfach nichts auf die Beine stellen, um es mal ganz klar zu sagen. Und genau die werden jetzt eben auch gezielt gegen die UdS, gegen Russland, gegen das die heutige russische Föderation eingesetzt. In Tschetschenien natürlich auch, aber überall im Kaukasus bis Abchasien. Überall dringen da jetzt diese Gruppen ein und fangen an, dort gemäßigte schiitische Sheikhs zu töten. Das ist im Grunde genau derselbe versteckte Krieg, der auch in Syrien und in Libyen gelaufen ist. Aber die Russen sind da natürlich ein bisschen fitter und lassen sich da nicht so leicht überrumpeln. Aber dass Putin jetzt zu Obama geht und sagt, hey, du hast recht, lass uns mal ein paar Terroristen hier ein bisschen besser bekämpfen. Er hat natürlich dabei gleichzeitig mitgesagt, es sind ja schließlich eure, die habt ihr gebaut, jetzt schaut schließlich gefälligst, dass er die Halunken wieder einsammelt. Ja, weil ja, ihnen das natürlich auch auf die Nerven geht, wenn andauernd irgendwo jemand umgebracht wird oder irgendwas explodiert. Ja. Da würde ich gerne auf noch zwei Quellen hinweisen, dass das diese Mujahedin nicht unbedingt nur Afghanen gewesen sind, sondern eine ganze Menge Söldner noch dabei gewesen sind. Da möchte ich auf einmal auf ein Buch hinweisen, Dr. Andreas von Bülow, im Namen des Staates. Dr. von Bülow war mal in dem Ausschuss des Bundestags, der die Geheimdienste beaufsichtigt. Und er darf natürlich da nicht aus dem Nähkästchen plaudern, kriegt aber Dinge mit und guckt dann, wo hat das schon jemand anders vielleicht schon mal sowas geschrieben oder so und zitiert dann halt aus anderen Quellen, wo man zitieren darf. Und da steht auf Seite 418, sagt er, dass in der Zeit von, er spricht von einem Zitat Popanz, der muslimisch-fundamentalistischen Bedrohung, dass das herbeikonstruiert werde. Also, das ist nicht alles, er will damit sagen, die sind nicht alle echt. Und er sagt, 1979 bis 1991 seien für die Kämpfe in Afghanistan 5000 Saudis,
3000 Jemeniten, 2000 Ägypter, 2800 Algerier, 400 Tunesier, 370 Iraker, 200 Libyer und jede Menge Jordanier vom westlichen und pakistanischen Geheimdiensten angeworben worden. Seite 418, Dr. Andreas Zumbülow, Name des Staates, Piper Verlag. Und dann möchte ich gerne hinweisen, also das Zeug sieht schon sehr nach Al-Qaida aus im Magazin Kompakt von dem Jürgen Elsässer. Gab es einen Artikel, dass Al-Qaida bevorzugt arme Leute anwerben würde, so aus dem Jemen oder Saudi-Arabien. Klar ist ja auch eine Gruppierung aus Saudi-Arabien. Und Peter Del Scott, Professor Doktor, der schreibt in dem Artikel, also auf Deutsch heißt der Artikel, das geheime Drogennetzwerk der CIA ist in der Zeitschrift Hintergrund gewesen, hintergrund.de, unter dem Stichwort müsste man es wohl noch finden im Netz, hoffe ich. Da hat er geschrieben, dass Al-Qaida in Afghanistan die Mujahedin doch stark unterstützt hat, dass Al-Qaida auch eben aus diesen Drogengeldern finanziert wird, mithilfe der CIA, oder wurde zumindest, dass sie danach nach Tschetschenien gegangen sind, wieder mit Drogengeldern denen geholfen haben und danach in Kosovo. Und da geholfen haben die UCK, haben der UCK sogar einen Kredit gegeben. Kredit kann eigentlich nur jemand geben, größer und wahrscheinlich der auch irgendwie beim Bankkonto und bestimmte Strukturen verfügt. Und dann hat sich Al-Qaida ja möglicherweise mit den USA zerstritten und jetzt sind plötzlicherweise die Rebellen in Syrien, ist Al-Qaida mit dabei. In Libyen war Al-Qaida, nahestehende Gruppierung gegenüber Al-Qaida auch mit dabei. Und plötzlich soll Gaddafi oder soll Assad, der mich eher an Honecker als an Fundamentalisten erinnert, soll der plötzlich schlimmer sein als Al-Qaida. Was ich damit sagen möchte, ist, ich möchte das Thema mit dem Mujahedin nicht kleinreden, aber dass halt doch ein erheblicher Teil auch Söldner waren und das gezielt mit Drogen am Bau aus Afghanistan finanziert. Ja, übrigens, wackel mal an deinem Mikrofonstecker da. Okay. Nochmal so kurze Aussetzer. Ja, das ist auch nochmal ein sehr spannendes Thema mit dem Opiumanbau in Afghanistan. Damals unter Mullah Omar war nämlich der Drogenanbau, also der Opiumanbau, komplett verboten worden. Mullah Omar, wie der Name schon sagt, ist ein sehr religiöser Mensch. Der hat selber eine eigene Matrasse gegründet. Und als er dann Taliban-Führer war und die Taliban in Afghanistan im Grunde das Heft in die Hand genommen haben, da hat er zuallererst mal alle Opiumfelder niederbrennen lassen und hat den Opiumanbau unter Strafe gestellt. Denn das fand er sehr unislamisch. Muslime, die erlauben ja noch nicht mal Alkohol. Und Heroin werden sie dann logischerweise auch nicht erlauben. Deswegen hat er das verboten. Dann kamen die USA und kaum waren sie, hatten sie die afghanische Armee besiegt, was ja im Grunde kein Problem war, haben sie sofort ganze Heerscharen von Geheimagenten und... Freddy ist da. Ja, dann übergebe ich gerne mal an Freddy ab. Okay, wir setzen die Diskussion später fort. Tut mir leid, dass wir euch abbrechen müssen, aber jetzt haben wir Freeman von Alles Schall und Rauch live in der Leitung. Herzlichen Dank, Josh, dass du eingesprungen bist. Und herzlichen Dank, Freeman, dass du dir die Zeit nimmst, aus London Watford direkt zu berichten. Ja, jetzt stehen wir noch vor einer winzigen Herausforderung im Moment. Ja, Freddy ist rausgeflogen aus der Leitung, also Freeman, Entschuldigung. Deswegen klingeln wir gerade wie die Teufel. Aber er muss ja immerhin einmal über den Ärmelkanal, also sich da irgendwas gesucht haben. Kann ja sein, dass das mal ein paar technische Probleme kriegt. Ich bekomme eine Information. Neu verbinden. Okay, dann nochmal neu reinziehen, nochmal neu verbinden. Nehmen jetzt mal an. So, jetzt bin ich hier gesperrt, da bin ich drauf. Könnt ihr mich hören? Okay. Hallo? Ja, der neue Rufaufbau, er funktioniert. Ihr seid gut zu hören. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt müssen wir nur noch den Freeman reinziehen.
Und dazu haben wir, ach, soll ich das machen? Oh Gott, wie geht das denn? Na gut, ich probiere das. Einfach ihn anklicken unter Freddy und zur Konferenz hinzufügen. Ah ja, per Drag and Drop. Okay, da Sehr ist gut, er. er ist da. Ja, hallo. Hallo Freddy. Hallo Freeman. Hört ihr uns schon? Nee, man muss ihn noch anrufen. Okay, Jan, ich schlage Folgendes zu. Ah ja, okay. Okay, jetzt habe ich wieder ein Mikrofon, weiß aber nicht, ob ich überhaupt noch zu hören bin. Ich bin gerade Ja. rausgeflogen. Und Hallo? wunderbar. Sind wir wieder Okay. vollständig? Ja, Freeman fehlt noch. Kann ihn jemand reinholen? Kurz mal den Namen. Ja gut, ich rede weiter. So, seither hat sich der Verbrauch, wie gesagt, oder hat sich das Ganze vervierzigfacht. Das heißt, die bauen das Opium gleich in Afghanistan vor Ort um in Heroin und schicken es dann im Grunde mit der Transall oder wie auch immer oder mit irgendwelchen Militärkonvois über den Kaukasus nach Europa. Das ist übrigens einer der Gründe, warum damals auch der Kosovo angegriffen wurde, denn die brauchten da bereits einen Angelpunkt, einen Drehpunkt für ihren Drogenumschlag von Asien nach Europa. Vor allen Dingen kommt aber vieles dort auch über Tschetschenien dann nach Russland, was in Russland wirklich verheerende Folgen anrichtet. Das heißt, der russische Gesundheitsminister, der hat von einer Katastrophe gesprochen. Denen sterben jedes Jahr 1 Million Leute weg an dem Heroin. Auch im Iran ist das Heroinproblem gigantisch geworden seither. Die haben allergrößte Probleme damit. Deswegen haben sich jetzt auch die, na, wie heißen sie, die Shanghai Cooperation Organization, also die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, dazu entschlossen, eine gemeinsame Anti-Drogen-Konferenz zu eröffnen mit Russland, China und dem Iran zum Beispiel. Die USA sind, glaube ich, nicht eingeladen, weiß ich nicht. Das ist also eine Riesensauerei, was da läuft. Das Ganze wird natürlich vertuscht ohne Ende. Auch zum Beispiel kommt aus Kolumbien sehr viel an Kokain in die USA, wo die CIA ebenfalls die Finger drauf haben. Also im Grunde haben die überall in den Drogengeschäften dieser Welt ihre Hände mit im Spiel. Also, wenn sich jetzt irgend so ein armer Junkie Heroin kauft, dann weiß er, dass er damit Kriege finanziert. Na, das ist eben das Problem dabei. So, jetzt kriege ich schon wieder ein Briefchen. Was schreibt der mir denn? Ah ja, er sagt, ich soll weitermachen. Gut, ich mache weiter. Ja, mit diesen Drogengeschäften werden viele, viele Milliarden Dollar verdient. Hinzu kommen Bankgeschäfte, Börsengeschäfte, Hedgefonds und Derivathandel. Damit werden nicht nur Milliarden, sondern Billionen verdient. Und das ist im Grunde genommen die Geschäftsgrundlage, auf die sich derzeit das Handeln und Streben der USA gründet. So muss man das mal sagen. Zugleich haben sie ein Problem mit ihrem Image, denn sie müssen ja als die harten Jungs immer dastehen. Jeder weiß auf dieser Welt, dass der Dollar nichts wert ist, aber wenn man eine Mündung an der Schläfe habt, dann ist man schon mal eher bereit, mit dem Kopf zu nicken und sagen, ja, euer Dollar ist toll und wir finden euch auch alle furchtbar nett. Das ist im Grunde im Moment die Situation hier auf diesem Planeten. Alle finden die USA nett, weil die eine große Knarre haben, aber so wirklich Lust hat auf die inzwischen keiner mehr. Die sind also moralisch sehr delegitimiert inzwischen, diskreditiert sozusagen. Naja, gut, und jetzt müssen wir halt schauen, wie es weitergeht in der Welt, ne? Deren vornehmstes Ziel ist es jetzt vor allen Dingen, das aufsteigende China zu bremsen, wo immer es geht. Auch andere Staaten, die durchaus aus Entwicklungspotenzial haben, die müssen gebremst werden. So wie Libyen, die hatten Entwicklungspotenzial. Aber hallo, die hatten Öl, die hatten eine riesige Wasserreserve in der Kyrenaika, die
hätten im Grunde genommen ganz Nordafrika mit Getreide und Brot versorgen können. Und wollten auch noch den Golddinar einführen, waren wirtschaftlich stabiler als wir hier in Europa. Der durchschnittliche Libyer, der hatte ein besseres Lebenseinkommen im Grunde als ein Franzose oder ein Deutscher. Auch wenn wir uns das schwer vorstellen können. Dann nehmen wir mal den Iran. Der Iran hat Rohstoffe. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Als die UdSSR damals zusammengebrochen ist und die Grätsche gemacht hat, da hat sich Putin im Grunde aus dem Dreck herausgezogen mit den Rohstoffen, mit dem Ölhandel, mit dem Gashandel. Damit haben sie überhaupt erst wieder die Karre zum Laufen gekriegt und konnten erneut zu einer Macht, zu einer Großmacht aufsteigen, auch wenn sie keine Weltmacht sind. Der Iran hat auch gute Rohstoffe. Der hat das beste Öl der Welt. Das persische Öl ist berühmt, denn es ist sehr, sehr rein. Und man muss im Grunde nur mal mit dem Finger in die Erde pieken, dann läuft es schon raus. So hoch sitzt das, also so wenig tief. Man kommt da sehr gut ran. Und das heißt, wenn die USA irgendwann nicht mehr dabei sein sollten, im großen ja. Geschäft, wenn die irgendwann die Nummer 2 oder gar die Nummer 3 auf der Welt sein sollten, vielleicht nicht militärisch, aber wirtschaftlich und politisch, dann würde der Iran die im Laufschritt überholen, mit Sicherheit, denn er schafft ja jetzt schon, sich einigermaßen zu halten, trotz dieser Wahnsinnssanktionen, das ist ja ungeheuerlich, ja, aber er treibt halt Handel dann mit dem Osten, mit China, mit Russland, auch mit Pakistan, ja, und eben auch mit Syrien. Also im Grunde genommen, der Westen, der kapselt sich weiter und weiter ab, ghettoisiert sich gewissermaßen, während der Rest der Welt so nach und nach am Erwachen ist. Ja, und so wie es aussieht, ich glaube nicht, dass sie das Ding noch gebacken kriegen. Ich glaube nicht, dass die USA das noch gerissen kriegen, sondern die können eigentlich nur noch sagen, okay, Leute, wir haben es eingesehen, wir haben getan, was wir konnten, um unsere Vormachtstellung zu erhalten. Aber jetzt geht uns die Luft aus und jetzt müssen wir gucken, dass wir uns mit denen langsam mal vertragen wieder. Denn das sind jetzt im Moment eine Menge Rechnungen offen. Und wenn irgendwann die USA keine Macht mehr haben sollten und andere viel Macht haben sollen, aber das muss man doch auch sagen, die Chinesen zum Beispiel, die sind gar nicht so eroberungsgeil. Die wollen auch nicht unbedingt Rache. Die Chinesen, die haben nicht unbedingt das Bedürfnis, sich auszubreiten und Land und Raum zu nehmen, ja. Sondern das sind Buddhisten, die wollen vor allen Dingen Harmonie. Das ist ihr wichtigstes Bestreben. Die wollen Harmonie auf der Welt haben. Die wollen kein Ungleichgewicht. Ja? Deswegen wollen die auch nicht unbedingt die große Weltmacht werden. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das irgendwo beabsichtigen, sondern die wollen eine polyplurale Welt, also eine Welt der Vielfalt, wo alles in einem gesunden Gleichgewicht ist. Das ist deren buddhistischer Gedanke eigentlich oder Ideologie. Natürlich sind das auch knallharte Geschäftsleute, aber sie wissen, sobald Schieflage kommt, wird es gefährlich. Na? Dann riskiert man im Grunde Kopf und Kragen. Dann kann es Kriege geben und hinterher ist alles kaputt und hinterher heulen dann alle. Also das bringt dann eben nicht so viel. So, ist Freeman denn inzwischen bei uns, ja, Volker? Ja, irgendwie ist es uns gelungen, dass wir jetzt die Verbindung über unseren anderen Rechner mit ihm haben. Sarah, was müssen wir machen, um das umzuschalten? Einen kleinen Moment. Wir fallen mal ganz kurz einen kleinen Moment aus. Ein paar Sekunden. Wir stöpseln ihn kurz um. Dann klappt das wieder. Ich habe auch gerade die Meldung reingekriegt, Freeman ist online. Das heißt, es kann auch sein, dass er kurz offline war. Dass ihm einfach die Leitung zusammengebrochen ist. Das kann ja vorkommen. Ja? Wir sind ja nun mal nicht Moment. Der DDR. Okay, Sie suchen verzweifelt nach Freeman. Also er ist da, er hat Zeit, er will gerne, aber er kann nicht. Müssen wir weiter versuchen. Solange erzähle ich mal ein bisschen weiter. Ja gut, jetzt die Situation im Nahen Osten, das ist natürlich unglaublich kompliziert und komplex, weil da so wahnsinnig viele... Einmal Feierabend. Okay, wir verbinden neu.